Hallo und herzlich willkommen in Blacktons on Tour. Heute sind wir in Leibnitz in Österreich und wir schauen uns an Tattoos bei Tina. Hallo Tina. Hi. Servus. Danke für den erlaubten Besuch. Ja. Und ja, fangen wir gleich mal an. Seit wann hast du jetzt so tätowieren angefangen, sag mal? Also eigentlich angefangen habe ich 2014 und seit 3 Jahren bin ich jetzt da. Ich war zuerst in Kärnten und jetzt seit ich jetzt in Leibniz wohne, haben wir jetzt das Studio da in Leibniz. Okay, sehr tief. Was für Stile bevorzugst du? Was ist deine Lieblingsart, sag mal? Black and Grey, Realistic, Fineline, also. Alles mit wenig Farbe und viel Schwarz. Oh, schlecht. So, sag mal noch, was für Gruppen von uns hier? Den hast du meistens? Eigentlich quer durch die Bank. Also vom Alter her gibt es überhaupt keine Grenzen mehr. Also von ganz jung bis ganz alt ist unter alles 18 da. Offenbar nicht, oder? Nein, das natürlich nicht. Aber kommen da irgendwelche speziellen Fälle, was die Eltern erlauben, muss man sagen? Ja, oft genug. Aber meiner Meinung nach weiß man unter 18 noch gar nicht, was man haben will. Das muss, glaube ich, nicht sein, oder? Ja, ist aber so. Ja. Du hast noch andere Leute im Shop, oder? Ja, wir sind eine ganz durchgemischte Partie. Wir haben Gelnägel, wir haben Wimpern, wir haben Haarentfernungslaser, haben wir da permanent Make-up, also alles quer durch die Bank, was das Herz begehrt. Viele Sachen, nicht? Ja. Also, das wäre dann das Logo von euch zusammen, oder wie ist das? Genau, also wir sind das Studio handgemacht und wir sind alle selbstständig drinnen und eben halt mit den Tattoos. Nicht schlecht, hat mich gefreut. Danke. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Und jetzt pass auf, die hat sie eingeschmiert mit der No Pain Serum, gell? Ja. Kennst du ja schon gehört von der? Nein, no, bedeutet nicht. Aber weißt du, wie die haben das Knie gemacht, gell? Ja. Und das Knie tut richtig weh und die ist durchgesessen, anstatt die noch streicheln. Ohne Scheiß.